Hallöchen, meine lieben Pokémon-Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz Nuzlocke Challenge. So, ja, wie ihr seht, ich habe mich entschieden, die Namen unten eingetragen. Warum nicht? Natürlich zum Nuzlocke-Logo passend. So, dann kam nicht gleich irgendwie N oder so? Ich habe auch vergessen zu gucken, wie denn hoch die nächste Bürde ist. Pokémon Schwarz. Ne, Arena. Ich guck mal ganz kurz, wie hoch denn die. Level 14. Eigentlich haben wir ein gutes Polster. Ich habe vergessen zu. Ne. Ich hoffe mal, das funktioniert trotzdem. Ich meine, wir haben einen Kleinstein. Und was hat denn. Ich glaube, da hatte hier noch ein Fililu dann gehabt, ne? Komm, wir nehmen das Nuzlocke dazu noch mit. Und dann. Boing. So. Ich hatte das vergessen, in der 5. Generation ist ja das Laufen durchs Gras tödlich. Nice. Das hatte ich ganz vergessen. Hier war der Schutz, also das Item Schutz, noch nie so wichtig in einer Generation. Da, 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 da. Ciao. Level 8. Ja, das ist auch gut. Also, Adam. Wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Ja. Du hast also insgesamt 18. Super, zwei Pokémon. Dann sind wir alle gleich auf. Wenn du Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Ravina. Denn Professor Escher wartet bestimmt schon. Huch. Darauf. Wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit eurem Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Ravina. Komm schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde mir schon mal vorgehen. Alles klar. Ab zu Pokémon Center. Du, 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 du. Hallo Adam. Ach ja, ich überspringe das Tutorial mal wieder, ne? So. Also ja. Gut, habe ich jetzt noch meine Pokémon. Okay, Level 14 ist also das nächste Dingsbums. Okay. Jetzt ist die Frage, wir haben Ottero genommen, ne? Oh, Mist, dann hat er ein Pflanzen-Pokémon. Ich hatte gehofft, dass er das Feuer-Pokémon, dafür hätten wir Fluffluff nehmen müssen. Aber nein. Entschuldigung. Tutorial überspringen wir mal wieder. Das war ja letztes Mal schon ziemlich lang. Ich meine nicht so lang wie das Tutorial aus der 4. Generation, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wie machen wir die Aufteilung? 4000 haben wir. Ich kaufe mal. Na, so viel nicht. Dann könnten wir hier noch 5 Pokebälle kaufen. Na ja, komm. So. Dann sind wir auch pleite. Was geht denn da auf dem Marktplatz vor sich? Keine Ahnung, sollst du mal Stolz oder Lupe nehmen? Okay. Adam, komm schnell her. Hört mich an, mein Name laut Jitsis.
Jesus. Manche sagen immer Getzes. Jesus. G und Sis. Wie die Tonfolge. Deswegen G und Sis. Sis, ne? Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon, ganz im Sinne eines aufregenden Gehens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilde, um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Habt ihr eure vermeintliche Gewissheit denn niemals hinterfragt? Nie eine ernsthafte Überprüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainer, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten, sie wie ihre Leibeigenen bis in die stete Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch die Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebe er jetzt das Wort oder schweige. Drum hört, ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und daher bestimmt kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber der Pokémon ist, nicht wahr? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die kehre Pflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Sehr schön. Was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn. Der Pokémon hat eben zu mir gesprochen. Meine Güte, sprichst du schnell. Da wird mir ganz schwindelig. Aber was war das eben? War das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens Zen. Ich bin Sharon und das hier ist Adam. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der aufwichtigen Aufgabe betroffen wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Ziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen fangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit allem einverstanden sind. Und du warst noch gleich? Ach ja, Adam, stimmt's? Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Okay. In dem Pokémon-Kampf vor allem. Ich hätte das ja nicht rausholen können, damit er mit dem reden könnte. Aber Pokémon-Kampf. Das heißt, ich werde für die nächsten Arena natürlich erstmal trainieren müssen. Die Musik von N ist so. Ich weiß ja nicht, diese. Die ist ein bisschen verstörend, weißt du? Aber wo ich sie gerade höre, die hört sich so ähnlich an wie die von, wie heißt der nochmal? Akromas oder so? Also der aus Teil 2. Der Professor. Es gibt ja auch diese berühmte N-Challenge. Und zwar, dass du dir bei jeder Stadt ein neues Pokémon fangen musst. Es gibt welche, die machen das sogar auf Extreme und fangen sich auf jeder Route ein neues Team. Und ich denke so, ne. Da hätte ich keinen Bock drauf. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokémon eingefecht sind, ist ihr Dasein doch nur unverständlich. Zum Wohle meiner Freunde der Pokémon muss ich unsere Welt von Grund auf ändern. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen die Arenaleiter von Orion Cities antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Alles klar. Bye. Vor allem muss ich jetzt erstmal Bruno mal ein bisschen in den Kampf schicken. Miri ist jetzt schon Level 9. Mal kurz heilen, dann packe ich Bodo nach vorne und dann schauen wir mal.
Bam, bam, bada, bam. So. Also dürfen. Ich muss. Die Knöpfe wieder, Mann. Ja. So. Ich hab den Boden noch nicht angeguckt. Scheu, okay. Nein, ein angriffsdenkendes Wesen. Das ist ja toll. Wie sieht's denn bei Miri aus? Ja, gut. Spezialverteidigung, Verteidigung hoch, alles klar. Toll, haben wir mit Bruno erstmal ein tolles Pokémon, wo der Angriff gesenkt ist. Geil. Oh Mann, ich habe keine Turbo-Treter. Hi, Leute. Hallo. Ach, warte mal. Gab's hier oben nicht Items? Oder war das eher dann, dass man von hier aus die Items sehen konnte? Ja, ich glaube, von hier kann man die Items sehen. Oh, Turbo-Täter, Turbo-Treter, Mann. Dieses Voranschleichen ist einfach so. Ich schaff das. 4. September, richtig. Heute ist der 4. September. Schön. Schön, wie das Spiel meine Daten hier verrät. Oh. Hallo? Adam, ich bin deine Mutter. Wie geht's dir denn so, mein Schatz? Hast du denn schon mit dem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihnen? Ich rufe an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege da mal wieder auf. Adam! Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon so weit gekommen. Professor Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orient City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Adam. Hier, probier sie am besten gleich an. Yay, Turbo-Treter. Nur kurz. Ja, nein, ich wollte die Gebrauchsanweisung nicht lesen. Danke, Mama. Ich hätte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Adam, du bist nicht allein, das weißt du doch, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch für und auch auf deine Freunde. Derzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in den Herzen trägt. Also, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Oh. Danke, Mama. Hi. Ah, okay. Sie möchte dich helfen. Und unser Pokémon für diese Route. Ich wusste es. Irgendwann musste es kommen. Ja. Irgendwann musste es einfach kommen. Irgendwann musste es einfach. Also, danke, Leute. Nein. Ich hol mal Miri raus. Hey, doch ein bisschen. Doch ein bisschen viel Schaden. Ach Gott, ey. Eine Nagelot. Ich krieg keinen Nagelot. So. Was soll man machen, ne? Es ist eine Nasenlok, also. Pup drauf. Pup. So. Böp. Böp. So, mein Nagelotz wurde gefangen. Hortet in seinen Backentaschen Futter, um tagelang Wache stehen zu können. Und gibt Kameraden über seine Route Signale. Alles klar. Nein, Mann. mich stört das, dass es bei den kleinen Buchstaben anfängt. So, hier. Tina. Dann gehe ich jetzt mal ganz kurz zurück. Speedet das auch ein bisschen, damit wir nicht hier Ewigkeit durch rumlaufen müssen. Haben die Pokémon eigentlich jetzt Items dabei? Das ist nur mal so eine. Ich muss mit den Knöpfen klarkommen. So, Tina, dann zeig mal dich. Wie bist du kühn? Noch ein Angriff. Sag mal, was ist denn das mit euch Normal-Pokémon? Tina und Bruno beide Angriffssätze ist wie. Dabei lebt ihr vom Angriff. Alter. Ey, das ist doch nicht normal. Na, er will's Lockleff. Ja, ich trainiere die gleich.
Ciao. Angriff plus. Okay. Achso, ich habe zu den Riegeln noch gar nichts gesagt, ne? Ich habe hier die Heilaltem-Zahl. Habe ich hier auf 3 erhöht. So. Damit wir 3 einsetzen können. Und der Rest ist eigentlich wie gehabt, wie wir uns eigentlich kennen bei der Naslock. Also sie ist nicht anders als jetzt bei der letzten, die wir hatten. Nur wie gesagt, 3 Heilmittel anstatt 2. Wir müssen ein bisschen hoch, Nagelutz. Miri, mach du das mal. Ne, wir sind ein bisschen hoch. Tackle, Attacke! Nicht. Mach du erstmal dein Dingsbums, ey. Sehr schön. Ich glaube auf Level 14 oder so, oder war es irgendwie im Dreh, gibt es doch dann die Intensität, oder? Jetzt kann auf Level 7 schon bis. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ohne Level 5. Nice. Schnüffler, ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Hallo. Die nächste Dame. So. Ein Fililu. Soll ich jetzt mal probieren mit meinem One-Shotten wird es sein nicht. Ach komm, Brunos Attacke. Angriffswert ist sowieso schon bescheiden durch sein Wesen. Zuschuss, ja gut, du kannst knicken, wenn du alleine bist. Wenn ihr mich fragt, was Zuschuss ist, Zuschuss wählt eine, ja, eine random Attacke aus eurem Team aus, also von den Pokémon in eurem Team und setzt sie dann ein. Heißt zum Beispiel, wenn jetzt Nagelotz, beziehungsweise Tina jetzt Biss könnte, Bruno will Zuschuss einsetzen, könnte es sein, dass Bruno auch Biss einsetzt. Holy. Alles klar. Alles klar, Bruno. Gönn dir. Genau, jetzt kann er so bis. Alter, macht er hier mal eben 3 Level mit einem Kampf. Alles klar. Why not? So. Kann ich auch mal Tina nach vorne setzen? Mann, es ist zu schnell. So. Oder zu langsam, eher gesagt. Ein Item? Nee. Hi. Jörg, Level 4. Jörg, Level 4. Noch ein Tor. Tackle. Okay, jetzt den Überblick gemacht. Wir müssen gucken, ne? Hat nicht Schlüffel oder so ein Kram machen? Ja, sehr schön. Sehr schön. Bam! Sehr nice. Bing! Level 6. Ja, bei Tina wird es ein bisschen weniger werden. Weil das ja nur 2 entwickelt war, also das macht ja nur eine Entwicklung durch. So, oben wartet auf jeden Fall Bell auf uns. Level 5, alles klar. Und das können wir jetzt für uns nutzen, bis. Alter. Erhöht die Volltreffer-Chance, wenn man zurückschreckt oder was.
So. Ein Zerschneiderbaum, ja. Kriegen wir gleich Zerschneider? Ja, ich glaube, ja, ne? So, Leute, ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Ich werde unsere Pokémon... Müssen wir eigentlich dann auch nochmal nach rechts noch? Oder kommt das erst danach? Also zu diesem Traum-Dingsbums da. Das ist gerade schwer. Weil dann würde ich nämlich sagen, ich werde unsere Pokémon so auf Level 12 alle trainieren. Ja, ich denke mal, ich werde dann alle auf Level 12 trainieren. Und ja, zumindest müssen wir halt gucken, ne? Ihr schmeißt einen Daumen ins Video, denkt daran zu abonnieren und dann sehen wir uns, alter Frische, nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao.